Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Fallenbattle zusammen mit dem Lauri. Moin Moin zusammen. Moin Lauri, und zwar, ja, komm mir einfach mal nach. Ich werde dir heute erklären, in was für ein Fallenhaus du einbrechen musst, beziehungsweise, ja, überleben musst. Und zwar dieses kleine Haus hier. Wie Oha. Findest du das? Ja, es ist schon ziemlich klein. Ja, gesagt, einmal ein Block Redstone Haus, also darin befinden sich ganz viele Redstone-Schaltungen und so weiter, Verstecke, die Lauri heute finden muss. Und sobald Lauri da reinläuft, wird er 1 zu 1 in ein Haus kommen, das halt genauso aufgebaut ist. Außen sieht man hier so das Zuckerrohr, da oben so den Balkon mit dem Laub und da innen drin ist zwar leer, aber das Haus ist dafür eingerichtet mit voller Secrets und so weiter. Und jetzt werde ich mich mal ganz kurz muten und einfach mal so zeigen, was ich so alles da reingebaut habe, Lauri. Ist es in Ordnung, dass das du nicht weißt, gar was du Problem. Machen musst? Ich gucke mir die schöne Landschaft hier ein bisschen an und... Genau. Ja. Ich bin jetzt beim richtigen Haus, Leute. Wie man hier sehen kann, es ist wirklich 1 zu 1 nachgebaut. Nur, dass man jetzt hier sieht, was so drin auch alles gebaut ist. So selbst oben mit dem Laub hier am Start. Und Lauri muss jetzt erstmal in dieser kleinen Redstone Base 4 Schlüsselkarten insgesamt finden. Danach geht es nämlich weiter. So, da wäre normalerweise der Fluss. Also von Anfang an mit dem kleinen Redstone-Haus ist hier alles 1 zu 1, nur in groß. Und hier gibt es aber stattdessen, dass man hier einfach so weitergehen kann, eine Base. Und das ist erst die richtige Base. Da braucht er die 4 Schlüsselkarten, die er in diesem Haus findet. Und in dieser riesigen Base gibt es dann nochmal 4 Schlüsselkarten. Und das muss er in unter 10 Minuten schaffen. Ich habe es extra so eingerichtet, dass man schaffen kann. Und zusätzlich habe ich hier noch Kameras, mit denen ich alles so beobachten kann in dem Haus. Überall ist alles safe eingerichtet. Hier ist eine Kamera wirklich überall an jeder Ecke. Und jetzt zeige ich euch erstmal so, wo man die Schlüsselkarten findet. Ist echt nicht so schwer. Hier gibt es Enderperlen. Also ein ganz normales Redstone-Haus mit Funktionen. Hier ein Kühlschrank. Kommt Fisch raus und so weiter. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich echt freuen, falls ihr das jetzt mal machen würdet. Ist kostenlos. Einfach abonnieren und dann verpasst ihr keine weiteren Fallen- und Troll-Videos mehr. Und falls es euch gefällt, auch gerne liken und ja, weitere Kommentare schreiben, was man so alles an Fallenhäusern noch so machen kann. Und jetzt würde ich sagen, hier auf den Knopf drücken. So, dann fährt sich kurz was auf mit einem Fass und da ist die Level 1 drin, also ist echt nicht so schwer. Level 1. Hier in dem Kühlschrank ist die Level 4er drin. Also da muss man halt auch erstmal reingreifen. Oh, jetzt ist die zufällig rausgekommen. So, hier gibt es natürlich auch noch Rüstung. Funktioniert alles. Und hier geht es nach unten und hier nochmal ein Stockwerk nach oben. Natürlich auch mit einer Kamera. Und hier hinter ist ganz auffällig die Nummer 3. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch die zweite. Und die ist da unten, wenn man hier reingeht. So, einfach mal ein bisschen weiter nach unten laufen. Und jetzt erfährt, ja, jetzt fährt sich hier eine Crafting Bench auf. Und hier ist einfach mal die Schlüsselkarte drin. Das ist nochmal so ein Rüstungssystem. Da kann man sich einfach mal jede Farbe aussuchen. Dann auf den Knopf drücken, bekommt die Rüstung. Hier gibt es nochmal so ein Itemsystem. Kann man sich Items snacken. Und hier Rüstung. Aber er braucht natürlich nur die 4 Schlüsselkarten. Die habe ich euch jetzt alle gezeigt. Und dann kann er wieder weiter hochlaufen. Aus dem Haus raus. Und dann nach vorne. Und hier muss er dann die 4 Schlüsselkarten benutzen. Einmal hier die erste. Dann die zweite. Die dritte natürlich und die vierte. Wenn ich da drauf laufe, werden alle Items gelöscht. Also ab hier kann er wieder neue Schlüsselkarten finden. 4 Stück. Und hier ist erstmal die erste Falle, also in der neuen Base. Da kann er reinfliegen. Aber da ist auch schon die erste Schlüsselkarte. Und zwar genau hier, die Level 1. Und ja, vielleicht übersieht er das ja. Vielleicht fliegt er hier rein. Ich bin gespannt. Und ab hier kann er slash Spawnpoint machen. Dann gibt es einen... Ja, genau, Stromzaunberührung slash Kill, ein Dropper. Sobald er hier halt draufkommt, muss er sich nochmal neue töten. Dann muss er halt einfach versuchen, in das Loch zu fliegen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich habe es geschafft. Und hier ist nochmal ein Fass mit der Level 2 Keycard. Und also alles, ja, Verstecke, die sind zwar diesmal 8 Schlüsselkarten, also 2x4, aber kann man alles in der Zeit schaffen. Und dann hat er hier noch ein kleines Jump'n'Run. Ganz easy machen. Also ist wirklich nicht so schwer, aber hier oben... Leider nicht zu finden, ist aber trotzdem ein Code in der Kiste, 9991. Direkt darunter ist wirklich die passwortgesicherte Truhe. Also mal schauen, ob er direkt den Code findet mit der Level 3. Und die Level 4 ist eigentlich nochmal echt ganz easy, wenn er hier lang geht. Da oben ist eine Schalke-Kiste mit der Level 4. Und dann kann er hier am Ende, also von der Base, die auch alle einlösen. 3 und die 4. Und da hat er dann den Ackenkoffer und kann jetzt anhand von dem Monitor ihm einfach mal so zuschauen, so wie er dann in das Haus einbricht und vielleicht in unter 10 Minuten die Schlüsselkarten und den Ackenkoffer findet. Also wenn er das schafft, ist er auf jeden Fall echt ein richtiger Pro. Hier ist er versteckt,
Alle Kameras sind soweit eingestellt. Hier auch schön der Dropper. Und ich würde sagen, Leute, das Battle kann jetzt beginnen. Das kleine Redstone-Fallenhaus ist fertig. Also hier musst du in dem Haus 4 Schlüsselkarten finden und danach in der neuen Base nochmal 4. Du wirst es sehen, Lauri. Du kannst gleich mal reinspringen. Okay. Lauri ist jetzt im Haus angekommen und er hat keine Ahnung, wo die versteckt sind. Ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Irgendwo sind hier 4 Schlüsselkarten. Also es geht auch noch nach unten und nach oben, aber so groß ist es echt nicht. Gut, Lauri. Ich gehe direkt erstmal nach oben. Okay. Arbeite da von ich oben ihn. Nach unten. Moin. Ja, da ist die Kamera. Hm. Oh, ich habe die Blume hier rausgenommen. Ja, das ist kein Stress. Da geht Lauri auf den Balkon. Okay, dann ist bestimmt auch hier kein Versteck. Er findet also, er hat noch nichts gefunden. Genau, ich bin wieder hier unten. Da ist das automatische Ofensystem. Also es hat auch alles wirklich so eine Redstone-Funktion. Kann man die Knöpfe hier drücken? Oh. Ja. Danke für das Steak, Kühlschrank. Er hat sich also ein Steak gegönnt. Da fährt sich was auf. Hier geht's runter und ich habe die Level 1er Schlüsselkarte. Du hast die Level 1er? Ja. Also, okay, 3 weitere fehlen dir noch. Und wo geht's da jetzt lang? Oh, da ist jetzt einfach so eine Kiste mit einer Minecart. Also da ist keine Schlüsselkarte. Okay, Lauri ist unten angekommen. So, das Licht geht an und die Crafting Bench. Ja, der Raum ist ein bisschen größer, aber hier ist eine Schlüsselkarte drin. So viel kann ich dir verraten. Er schaut sich da die Redstone-Schaltung an. Ja, da kann man so ein bisschen die Rüstung wechseln. Ob das der richtige Weg ist. Also ich spiele einfach mal nicht weiter rum, würde ich sagen. Oh, ja. Level 2er Schlüsselkarte. Oh, du hast also jetzt schon mal 1 und 2. Ich habe 1 und 2, aber wo setze ich die ein? Und was hat das hier? Na okay, das sind nur Redstone-Funktionen, also du kannst wirklich wieder hoch. Aber noch 2 weitere in diesem Haus. Also es muss hier irgendwie noch was geben. In dem Stock oder oben, also 2 gibt's noch. Oh, da kommen Enderperlen raus. Ja, aber da war, da war nichts drin. Oh, das ist aber schon cool gemacht hier. Das ist komisch. Das ist nur das Licht. Habe ich Licht ausgemacht. Ja. Hoch, da muss ja oben was sein. Du warst auf jeden Fall echt schon knapp mal ein paar Mal dran. Und die Enderperlen. Oh, Level 4er Schlüsselkarte ist hier drin. Nein, ja, im Kühlschrank. Zum Glück ist die nicht direkt rausgekommen. Also nur noch eine einzige Schlüsselkarte, die du finden musst. Ja, dass ich unten jetzt so viele gefunden habe, denke ich mal. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Auf der anderen Seite, klar, das kann auch nochmal was sein. Oh, 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 oh. Aber wo hier? Ah, hier dran! So einfach, eigentlich die einfachste und als letztes. Ja. Du musst nur noch einen Ausgang finden. Ja, genau den. Und dann geht's weiter. Du hast 4 Schlüsselkarten, oder? Okay. Sonst kommst du nicht weiter. Oh, oh, oh. Hier ist natürlich auch Kamera überwacht. Da kann man reingehen. Einser. Jawohl. Ja. 3 und 4. Oh, er kommt durch. Ab hier kannst du wieder 4 Schlüsselkarten finden. Okay. Dann ja, alle wurden gelöscht, glaube ich. Alle wurden gelöscht, ja. Korrekt. Oh, oh, so, da kommt er durch. Hi, Lauri. Nein! Du bist in die Falle. Da war eine drin! Da war eine drin! Nein! Aber du bist gestorben? Ja, ich bin gestorben. Aber du hast gesehen, die Keycard gesehen. Ja, genau. Oh nein. So, die habe ich auch direkt gefunden. So, oh, und hier ist Lauri. Moin. Und so Sturmzaunberührung /kill. Genau, du musst direkt ins Wasser, ohne dass du einmal da ankommst an den Stromzaun. Aber er macht erst Jump'n'Run. Ja, vielleicht gibt's da auch was. Oh, er schafft's. Ja. Oh, das leider ist nicht zu finden. Aber da oben steht ein Code. Oh nein. Vielleicht du ist der noch wichtig. Du schaffst 9991, Phil. Und direkt unten ist eine Kiste. Ah, dafür. Nein. Also jetzt hast du schon mal 1 und die 3, oder? Richtig, ich habe die 1 und die 3. Das heißt, die 2 könnte ja da unten sein, aber ich kann ja erstmal probieren. Nee, da kommst du nicht durch. 1 komme ich hier, aber 2 muss ich dahin. Alles klar. Du musst jetzt einen Weg nach unten finden. Naja, das ist leider schon zu spät. Oh, warum? Immer wenn ich die berühre, oder was? Ja, ja, ja. So, hier nach unten cheaten. Man könnte ja ganz normal easy nach unten laufen. Aber da unten kam ich gerade nicht weiter, Phil. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Ja, von der Seite. Ja, also ich kann ja mal schauen. 3 Minuten noch und dir fehlen nur noch 2 Schlüsselkarten. Und da, wo du gerade abgesprungen bist, das war gar nicht mal so falsch. Nee, leider /kill. Da hast du mir aber echt die Zeit jetzt genommen mit dem. Also auch wenn es 8 Schlüsselkarten sind, das verbraucht jetzt echt viel Zeit. Aber man könnte es alles noch in 10 Minuten schaffen. 2,5 Minuten. Aber hast du es geschafft? Ich hab ihn ja berührt. Ah, komm, ich lass es durchgehen. Ist lieb. Jetzt ist bestimmt hier irgendwo die Kiste da hinten. Nein! Oh, Lauri, wenn du da stirbst, dann. Ich hab die Karte gekriegt. Du hast die Karte gekriegt. Das heißt. Nur noch eine. Und ab. Ach so. Ja, ja, eine gibt's noch. Aber wo?
Ich weiß wo, Leute. So ungefähr in die Richtung. Ist die auch da unten? Nein. Ob ich dir nochmal einen Tipp geben soll? Also wir sind knapp in der Zeit. 1,5 Minuten noch. Okay, Phil. Sag mir, wo die Karte ist. 1,5 Minuten, wenn es jetzt an oder der scheitert. Ob ich wärmer bin oder... Also jetzt bist du gerade kalt. Mehr okay. Sag ich nicht. Oh, oh, oh. Oh, hab sie. Nein, das gibt's nicht. Das war zu viel verraten. Jetzt aber schnell. Da kommt Lauch jetzt gleich. 3 und Nummer 4. Und hier bin ich. Und da ist der Aktenkoffer. Er hat den Aktenkoffer gefunden und es wäre noch genau 1 Minute und 5 Sekunden übrig. Das war richtig, richtig knapp diesmal. Ja, Leute, falls ihr mehr von solchen Fallen-Battles sehen wollt, auch mit den Kameras, wie versucht Lauri irgendwo einzubrechen in ein Haus, das ich ihm gemacht habe, dann, Leute, lasst gerne mal ein Like da und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal jetzt gerne machen. Würde mich freuen. Auch weitere Vorschläge für Häuser unten in die Kommentare. Hat Spaß gemacht. Das freut mich, das freut mich. Hast auch diesmal echt gut geschafft in der Zeit. Danke. Das mit dem Dropper hat mir ein bisschen Zeit gekostet, muss ich ja sagen. Ja, vielleicht werde ich das nochmal einbauen irgendwann. Ansonsten auch alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao. Ciao.